seid ihr denn? Kommt doch mal rein, ihr habt mich ja jetzt richtig überrascht hier, dass das nochmal so funktioniert. Okay, ich zeige euch heute einfach mal meine Wohnung, beziehungsweise mit meiner Freundin ziehe ich ja hier ein. Sie ist hinter der Kamera. Hallo. Ja, also ihr habt mich jetzt so überrumpelt, ne? Ich bin hauptberuflich auch Immobilienmakler-Kapper, aber ich zeige euch jetzt trotzdem erstmal, was das alles darstellen soll. Und zwar haben wir hier erstmal einen Flur. Einen Flur, hier kommt eine Kommode hin. Und hier drüben haben wir für die Schuhe, da kommt auch noch eine Kommode hin. Da könnt ihr dann, wenn ihr mich besuchen kommt, eure Schuhe reinstellen. Alles andere geht gar nicht. Kommt mit? Okay, hier haben wir jetzt eine kleine Ecke. Kann ich sogar auch noch Platz finden. Und zwar kommen hier die Jacken hin und ja, je nachdem, was ihr wollt. Wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr einfach nur ja, scheiß Gäste, würde ich sagen. Ne? Und hier kann man dann auch noch irgendwas hinstellen. Ja, den einen oder anderen Sklavenarbeiter dort unter die Treppe setzen. Okay, kommen wir jetzt mal zum ersten Raum. Und zwar wird das mein Raum sozusagen. Meine Freundin kann natürlich auch mit rein, ne? So ist es nicht. Aber das hier wird das Streamingzimmer. Auf was wir uns doch schon alle sehr, sehr freuen. Deswegen tretet ein, meine lieben Freunde. Kommt her. Okay, wir haben hier ein schönes Streamingzimmer. Hier kommt demnächst, das werde ich dann natürlich auch noch auf der Instagram-Story und sowas zeigen, hier kommt demnächst noch ein 2 Meter Schreibtisch hin und der geht auch noch 2 Meter so lang. Das heißt, ich habe einen Eckschreibtisch und das Geile ist, der ist höhenverstellbar. Den kannst du elektronisch hoch und runter stellen. Das ist halt übernice. Das heißt, ich kann auch im Stehen streamen. Ist das nicht übernice? Ich denke auch. Und als erstes habe ich mir aber schon mal was bestellt. Und zwar wird das eines Tages rankommen. Und zwar habe ich hier noch eine 3D-Tapete. Die Leute, die im Stream dabei sind, die wissen ganz genau, was ich damit machen möchte. Wird natürlich hier alles tapeziert. Und das sieht dann schackwissel aus. Ich hoffe einfach, gerade für den Stream haben wir dann eine geisteskranke Atmosphäre. Ja, was dann hier nun kommt, wir wollten hier noch einen Schrank hinstellen mit Akten. Dingsy ist, keine Ahnung, wie die Scheiße heißt, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Auf jeden Fall wird das hier eine geile Streaming-Area. Man kann ja viel draus machen. Und ja, hier kann man dann später meinen goldenen Play-Button reinstellen. Also wenn ich 1 Million Abonnenten habe, läuft der Lachs. Okay, wir würden uns jetzt dem nächsten Raum widmen. Und zwar ist das direkt der angrenzende Raum. Ja, das ist die Küche. Tretet ein, meine lieben Freunde. Also ihr seht jetzt hier gerade eben auf dem Boden. Ja, die Fliesen sind zweierlei. Aber ich finde, das hat was Atmosphäre. Also es hat irgendwie, das bringt eine Atmosphäre rein und so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen gemütlich. Das sieht nicht so übel steril und kacke aus. Deswegen finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Dann haben wir hier ja, eine Küche, die war schon mit drin und reicht eigentlich. Ne? Wir hatten damals, als wir uns die erste Wohnung mal angeguckt haben, jetzt nicht die Wohnung, hatten wir eine Küche, die sah geisteskrank aus. Ne? Aber die hatte halt auch einfach 10.000 Euro gekostet. Also von daher. War dann ein bisschen schwierig, aber die ist im Mietpreis mit drin, deswegen was will man mehr. Hat noch Geschirrspüler, Ofen und alles. Und jetzt kommen wir zum Special. Hier kann man dann später einen Tisch hinstellen. Und hier, Alter, was ist denn das bitte? Ey, Classic Memes, nur halt wirklich in der Küche. Und das steht hier, was aber Schönheit ist, das weiß ich nicht. Okay, gut, das weiß ich tatsächlich wirklich nicht. Ja, hat er mich auf jeden Fall wieder erwischt. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir gleich in den nächsten Raum. Küche ist jetzt nichts Besonderes, nichts Großes, aber es ist was Schönes, würde ich schon sagen. Man kann sich drin wohlfühlen. Ja, durch die Küche kommt man dann in den Wohnbereich und der Wohnbereich ist echt groß, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie groß. 4 oder 5 Meter lang und 4 Meter breit, das ist schon einiges. Wir hatten uns noch vorgestellt, das Sofa kommt demnächst auch. Das wird dann hier so gestellt. Versteht ihr? Das ist so ein Ex-Sofa. Dann haben wir hier einen Fernseher, den wir reinstellen. Okay, jetzt war ein bisschen groß gezeigt. Ungefähr wie bei Da Vinci, das Layout. Ihr wisst schon Bescheid, das ist so ein riesiger Klopper, so ein von 1850. Das wird genau noch reinkommen. Ja, was wir dann hier noch alles machen? Hier werden wir noch eine Kommode hinstellen. Wir werden noch einiges hier einräumen, aber das kriegt ihr dann auch später mit. Ich kann euch jetzt noch nicht ganz genau sagen, wie es aussehen wird. Aber es wird was Schlichtes und was sehr Elegantes. Aber es geht noch weiter, Leute. Kommt mit! Hier lang! Hier!
Natürlich muss auf der ersten Etage, das geht dann nachher auch noch hoch, muss ein Bad vorhanden sein. Und ich muss auch sagen, das ist so mit das Highlight vom von dieser Roomtour, weil es sieht echt schacküssel aus. Ich habe mir genau so ein Bad auch vorgestellt. Kommt mit. Ja, also hier haben wir eine schöne Badewanne mit feinem Muster. Ja, ist, wer badet heutzutage schon, aber ist mir egal, sieht schön aus. Ne? Das ist ja wichtig, hier kann man ein paar Sachen abstellen. Der Boden sieht geil aus, ne? Einfach schön grau, gefliest, was will man mehr. Das ist nicht dieser AIDS-Boden, der in jeden auf den Sack geht. Dann haben wir eine schöne Dusche. Ja, kannst du halt hier so rein. Das einzige Problem oder der einzige Struggle, der noch sein könnte, ist, wir müssen hier, weil das der Waschmaschinenanschluss ist, wir müssen hier eine Waschmaschine hinstellen und dann müssen wir gucken, wie wir die Dusche, oder wie wir die Dusche kommen. Das wird natürlich ein bisschen schwierig, aber ich bin so glücklich, 150 Kilo Fett, ne? Das heißt, ich würde schon irgendwie durchpassen, meine Freundin ist noch ein ganzes Stück kleiner als ich, dann funktioniert das auch. Ansonsten, ja, hier haben wir Waschbecken. Genau, wir haben Waschbecken, eben ist gerade wirklich das Wort Waschbecken reingefallen. Ja, und hier kommt dann auch noch so eine Kommode hin, hier kommt irgend so ein Schrank hin, Toilette. Und was halt auch wirklich geil aussieht, ist eigentlich, das wertet jedes Bad auf, ist so eine Heizung, ne, für die Handtücher. Meine Freundin will noch Schnickschnack irgendwo da hinstellen, ja, kann sie machen. Ne? Ich habe damit kein Problem und ich habe ja noch einen Durchlauferhitzer, das ist das Wichtigste. Kommt aber mal mit, denn wir gehen jetzt hoch. Okay, das hier ist jetzt wie so ein Durchgangszimmer. Also man kann ein Zimmer draus machen, man kann das auch als Flur lassen, aber wir machen das als Durchgangszimmer. Hier kann meine Freundin auch noch einen Schreibtisch mit hinstellen. Kannst du hier noch ein bisschen, was weiß ich, lesen, Arbeitszeug machen. Sie kann aus dem Fenster gucken, die Natur betrachten. Das ist doch das Schönste irgendwo. Und sie kann da Vinci Streams von hier aus angucken. Also von daher ist eigentlich alles machbar. Ja, hier haben wir noch ein paar Steckdosen, also das funktioniert eigentlich alles. Ja, und hier kannst du eine Pflanze hinstellen, keine Ahnung. Oder noch so ein Bett. Weil ich denke mal, Kuhn-TV, der ist noch so schmal, da könnt ihr dann hier irgendwo Platz finden. Okay, wollen wir jetzt dorthin, wo du stehst, oder wollen wir jetzt hier rein? Wir machen hier rein, okay. Dann komm mal mit. Wir haben hier tatsächlich, also wir haben hier schon so weit gesaugt, wir müssen noch ein bisschen wischen und alles. Erschreck bitte dich. Also diese Balken, die sind richtig schön. Hier kannst du halt auch ganz easy Klimmzüge machen. Ach, da fühlt man sich gleich viel, viel fresher. Also das heißt, hier werde ich richtig krass Sport machen. Hier sind auch Balken drunter. Und die Vermieterin, die hat das einfach mit dem Holz gemacht. Also dreimal könnt ihr raten, was wir dann demnächst mal abschrauben, damit das wieder ordentlich aussieht, weil das passt von der Farbe her gar nicht rein. Ja, ansonsten sieht es schön aus, ne? Also sehr gemütlich, sehr heimisch. Und wir haben hier natürlich, das haben wir jetzt schon aufgebaut, Nachttische. Ist eigentlich was ganz Cooles. Sieht edel aus, also das passt dann auch zur Farbe mit dem Holz hier. Von daher ist das ganz cool. Und man kann halt auch hier hinten in so eine kleine Treckecke, kann man natürlich so sämtliche Sachen verstauen. Ist an sich auch cool, ne? Also man findet definitiv Platz. Und ja, wir haben jetzt keine Schränke oder so, die wir dann hier reinstellen können, um irgendwie Sachen aufzuhängen. Aber wir können das mit Kommoden machen oder noch mit so einem Regal, wenn wir noch mit hier hin machen. Und jetzt kommen wir zum Special-Raum, denn das ist wie unser Ankleidezimmer mit Toilette, mit Waschbecken, weil das einfach schon drin war. Komm mit, Leute. Okay, also, wir müssen uns jetzt erstmal dem Teil hier widmen. Und zwar hier kommen wir sämtliche Sachen hinstellen oder irgendwelche Kommoden, Schränke, wo wir halt Klamotten mit reinpacken. Wir haben das jetzt noch nicht weiter als Gästezimmer geplant, könnte man theoretisch auch machen, weil hier ist auch noch ein Fernsehanschluss. Ist ganz cool auf jeden Fall. Ja, aber das ist halt alles möglich, man kann hier einiges draus machen. Und jetzt kann man hier einfach mal dahinter kommen. Also hier können wir noch einiges hinstellen, also wollen wir auch noch einiges hinstellen, hier können wir Pflanzen hinstellen, was weiß ich. Aber wir haben hier tatsächlich, nicht wundern, das ist noch dreckig, weil wir haben das jetzt noch nicht weiter sauber gemacht. Wir haben hier tatsächlich wirklich noch ein Waschbecken und eine Toilette, damit wir von unserem Schlafzimmer nicht immer runtergehen müssen auf die Toilette, sondern einfach nur hier lang gehen müssen auf die Toilette. Ist das geil oder ist das geil? Das ist einfach mega fresh. Das ist mega fresh. Und vor allem, man fühlt sich dann hier nicht beobachtet. Ne? Also das ist sehr, sehr geil.
Ja, also wenn wir Besuch haben, sollte Grundreform auf Besuch kommen oder jeder andere Meinungsblogger zu Besuch kommen, der darf nur noch auf die Toilette. Wir unten nutzen natürlich unsere Toilette, die dann viel schöner aussieht. Aber das nochmal dazu. Fühlt euch stark gehen, immer natürlich willkommen und eingeladen. Ja, hier ist eine Fliege, die hat mich gerade getroffen. Ach, geh weg! Die haben mich gerade getriggert. Ja, ansonsten war es das eigentlich auch schon. Ne? Viel mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Wir haben noch eine Terrasse, die ist ziemlich groß, aber die wird noch fertiggestellt. Das dauert noch ein Stück, ehe das fertig wird. Das zeigen wir euch dann natürlich auch irgendwann. Aber erstmal muss das fertig werden, ne? Weil die ist noch in den Anfangslöchern, würde ich sagen, in den Startlöchern steht die. Ja. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen, auch für die Kamerafrau dahinter, die hier tatkräftig mitgeholfen hat für dieses Video. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Fänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao.